Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Phase 4 erscheint schon im April, welche unter anderem die neue 20-Mann Raiden-Stunts zu Gurub sowie die vier grünen Albtraum-Weltboss-Drachen mit sich bringt. In diesem Video gehen wir einfach mal alle markanten Neuerungen durch und schauen uns gemeinsam an, was uns in der vierten Phase von WoW Classic erwartet. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst doch super gerne direkt einen Daumen nach oben oder vielleicht ja sogar ein Abo da. Vielen Dank auf jeden Fall! Nachdem mein mit Abstand Lieblings-Battleground, das Arati-Becken, frühzeitig schon am 11. März erschienen ist, kommt mit Phase 4 noch die neue und erste 20-Mann Raiden-Stunts namens Zul'Gurub ins Spiel, welche ihr ab Level 58 betreten könnt. Lasst uns zusammen etwas oberflächlicher, aber vor allem strukturiert durchgehen, was euch mit Zul'Gurub erwartet. Es kommt aber auf jeden Fall noch ein weiteres Video, welches sich dann nur um die Raiden-Instanz dreht. Die Troll-Instanz befindet sich im Osten von Stranglethorn und hat eine super kurze ID-Laufzeit von nur 3 Tagen. Also nach 3 Tagen könnt ihr schon wieder rein. Seid euch außerdem bewusst, dass die Instanz in einer Outdoor-Umgebung spielt, bedeutet ihr könnt meistens euer Mount benutzen. Der Raid beinhaltet insgesamt 10 Bosse, wovon allerdings 4 als optional betrachtet werden können. Gehen wir aber kurz mal etwas ins Detail. Der letzte Boss HK hat unter anderem 5 spezielle Fähigkeiten, welche ihr ihm allerdings wegnehmen könnt, wenn ihr im Vorfeld die 5 Priesterbosse, welche jeweils ein Tier verkörpern, tötet. Für jeden Boss entfällt so gesehen eine Fähigkeit. Tötet ihr als Beispiel den Boss Mali nicht, bekommt ihr im Kampf gegen HK einen 6 Sekunden Stun und die Aggro wird resettet. Tötet ihr Venoxus nicht, bekommt jeder im Raid 800 Giftschaden und so weiter. Es gilt also auf jeden Fall die 5 Priesterbosse zu töten, dann könnt ihr euch bedenkenlos an HK wagen. Neben den 5 Priestertierbossen und HK gibt es noch 4 optionale Bosse, wobei 2 davon für mich persönlich zu den härtesten zählen. 2 von diesen 4 optionalen Bossen können sogar nur beim Beruf beschworen werden. Zusammengefasst gibt es also 10 Bosse. HK, also den Endboss, 5 Priestertier-Aspektbosse, welchen diesem eine starke Zusatzability geben, weswegen sie im Normalfall davor getötet werden müssen. Dazu kommen 4 optionale Bosse. Ich blende euch im Hintergrund mal 2 Routen ein, welche meiner Meinung nach Sinn machen würden. Die linke Route wäre, wenn ihr nur die 5 Priester sowie HK machen wollt. Die rechte Route bzw. das rechte Bild wäre, wenn ihr alle 10 Bosse angehen wollt. Die blauen Punkte sind dabei die 5 Priesterbosse, der rote in der Mitte ist HK und die pinken sind die optionalen Bosse, wobei die 2 pinken Dreiecke Berufe, besser gesagt Angeln und der andere Alchemie voraussetzen. Wie man diese aber genau beschwört, erkläre ich euch in einem separaten Video. Ihr findet beide Bilder der Routen natürlich auch verlinkt ganz unten in der Videobeschreibung. Eure Raid-Aufstellung sollte ca. 3 Tanks, 5-7 Heiler sowie gute DPS-Spieler beinhalten. Euer Equipment sollte so auf Pre-Raid Best-in-Slot-Level sein, eine Vorquest gibt's nicht. Wer sollte jetzt aber speziell nach Zul'Gurub gehen? ZG ist eine Catch-Up-Raid-Instanz, also nicht die rote Soße, mit der ihr eure Pommes verfeinert, sondern ein Aufhol-Raid-Dungeon, mit dem ihr mit 20 Leuten relativ gutes Equipment auf MC und sogar teilweise höheres Niveau bekommen könnt. Auch top für Twinks, um diese schnell BWL-ready zu machen. Einige erwähnenswerte Items sind hier auf jeden Fall die Schmuckstücke von HK, welche ihr durch das Abgeben des Herzes von HK bekommen könnt. Das Herz ist, wie zum Beispiel der Kopf von Oni oder Nefarian, ein sicherer Drop von HK. On top gibt's sogar bei Abgabe noch einen World Buff. Die Trinkets sind für manche Klassen sogar best in Slot bis Ende von Vanilla. Zudem gibt's noch den Weltenzerstörer, der neben seiner geilen Optik noch echt gute Werte und DPS hat. Die Kriegsklingen der Hakari ebenso, 2 geile Schwerter, die nicht nur mit ihrem Aussehen überzeugen. Auch die Stulpen des Friedensbewahrers für Heal-Paladine oder Chindos Auge des Bösen bzw. Chindos Verhexer für allgemein alle Heiler sind mehr als ein Blick wert. Neben den ganzen epischen Rüstungen und tödlichen Waffen gibt es noch den Zulianischen Tiger sowie das Raptor Mount, welches von 2 verschiedenen Bossen getroppt werden kann. Wahrscheinlich der besonderste Drop der kompletten Instanz. Neben der Ausrüstung und den Reittieren gibt es Belohnungen über Ruf zu erhalten. Solltet ihr euch Richtung Ehrfürchtig bei den Sandalari-Trollen hocharbeiten, welche ihren Knotenpunkt mit Quests, Rufhändler und so weiter übrigens auf einer kleinen Insel im Westen von Stranglethorn haben, erwarten euch noch weitere starke Items. Lasst uns aber im Vorfeld anschauen, wie man überhaupt Ruf bei besagter Trollfraktion bekommt. Ruf beim Zandala-Stamm kann man durch das Töten von Trashmobs und Bossen in Zul'Gurub sowie durch wiederholbare und spezielle Quests erhalten. Laut WoW-Head sind es pro Run ca. 2500 Ruf, die man alleine durch das Töten macht. Zudem könnt ihr eure Rufstufe ausbauen, indem ihr ein Dreier-Set von 9 Münzen abgebt. Das bringt euch bei Abgabe 25 Ruf. Dazu gibt es noch ein Token, für welches ihr bei Benutzen ebenfalls nochmal 50 Ruf bekommt, was 75 in Summe macht. Die Tokens werden später allerdings noch für spezielle Verzauberungen benötigt, dazu aber gleich noch mehr. Neben den Münzen gibt es zudem noch die Hakari-Bijus in allen möglichen Farben, welche allerdings keine Rolle mehr spielt. Diese könnt ihr ebenfalls gegen Ruf und den Token eintauschen, was euch unterm Strich 120 Ruf gewährt. Hier müsst ihr vor allem immer nur 1 abgeben bzw. zerstören. Zusammengefasst, ihr bekommt Ruf durch das Töten von Gegnern in der Instanz, jede Art von Quest, Abgaben von einem Dreier-Set an Münzen sowie Abgeben bzw. Zerstören der Bijus, wobei die Farbe keine Rolle spielt. Bei letzten beiden genannten Sachen gibt es da noch Tokens, die ebenfalls gegen Ruf benutzt werden können.
Eine der besten Rufbelohnungen sind auf jeden Fall die klassenspezifische Kopf- bzw. Hoseverzauberung, für die ihr mindestens freundlich sein müsst, und gegen Inzulgurub zu bekommende Items sowie ein spezielles Arcanum aus Düsterbruch bei einem NPC in der Raid-Instanz gegen besagte klassenspezifische Verzauberung tauschen könnt. Auf Ehrfürchtig gibt's dann noch gegen 15 Thunderlord-Tokens echt starke Schulterverzauberungen. Die Tokens hatte ich vorhin erwähnt, das sind die, welche ihr gegen die Abgabe von Münzen und Bijous bekommt. Außerdem gibt es dort die Rezepte für das Blutreben-Set, worüber sich vor allem Hexer und Schattenpriester wegen dem Plus-Hit freuen werden. Um allerdings den Set-Bonus zu bekommen, was ganze plus 2 Hit entspricht, müsst ihr Schneidern auf 300 haben. Ihr müsst jedoch nicht die Rezepte gelernt bzw. den entsprechenden Ruf für das Kaufen der Rezepte haben, lediglich Schneidern auf 300. Auch die fünfteiligen epischen Sets, welche eine gewisse Rufstufe zur Abgabe voraussetzen und gegen von Bosse fallen gelassene Tokens bzw. Gegenstände getauscht werden können, sind, ich nenne es mal ganz nett für manche Klassen, wenn man vor allem noch nicht Full T2 bzw. BWL gegiert ist. Besonders die Trinkets sind für PvP-Spieler ein Auge wert. Bevor ich allerdings in diesem Video den Rahmen sprenge, ich verlinke euch alle Rufbelohnungen unten in der Videobeschreibung. Kleiner Hinweis noch zum Schluss, die Formel für das Mana-Öl gibt es leider erst ab Phase 5, somit müssen Heiler und Caster DPS noch auf das leckere Öl verzichten. In WoW Classic könnt ihr bereits die Weltbosse Azurigos und Kazak bekämpfen. Mit Phase 4 kommen nur noch die vier Albtraumdrachen oder auch die Hüter der Portale genannt dazu. Diese können dann bei den jeweiligen Albtraumportalen erscheinen. Diese findet ihr in Feralas, im Dämmerwald, im Hinterland und in Ashenvale. Von ihnen sind vor allem die Items mit Naturwiderstand interessant, die ihr dann vielleicht für den nächsten Raid in Akku brauchen könnt. Auch diese vier Weltbosse bringen so einige interessante Probleme mit sich. Erst einmal weiß man nie, wann sie eigentlich erscheinen. Erfahrungsgemäß erscheinen sie aber so 12 bis 16 Stunden nach den Wartungsarbeiten, also irgendwann am Donnerstag. Ihr Respawn-Timer liegt bei 2 bis 4 Tagen, somit weiß niemand, wann es wieder soweit ist. Da ein Weltboss immer nur einmal pro Server erscheint, können auch nur maximal 40 Spieler diesen töten. Allzu schwer sind diese aber nicht. Etwas 4, ein paar Spieler werden schlafen gelegt, ein paar Ads spawnen, weg vom Schwanz und so weiter. Das größere Problem wird tatsächlich die andere Fraktion bzw. das Timing werden. Das Harati-Becken, welches am 11. März seine Pforten geöffnet hat, ist definitiv mein Lieblingsbegeh in WoW Classic. Es hat keine PvE-Inhalte wie AV und ist meiner Meinung nach mit einer kleinen Gruppe viel angenehmer zu spielen wie Warzone. Wenn ich mal ausgeweitet PvP spiele, was nicht so oft vorkommt, dann eigentlich niemals in einer 10er bzw. 15er Stammgruppe. Eher mal spontan mit 4 bis 5 Leuten am Abend. Genau dafür ist das Harati-Becken gemacht, da man davor einfach abgemacht sagen kann, man läuft entspannt zusammen zu einer ausgemachten Base und versucht diese klar Schiff zu machen. Ruf ist dort ebenfalls zu erspielen. Items können dann mit besagter Rufstufe bei der Horde, bei der Fraktion Hammerfall und bei der Allianz beim Bund von Arathor im Arati-Hochland in der jeweiligen Stadt gekauft werden. Ruf gibt's für das Sammeln von Ressourcen im Arati-Becken. Alle 200 Ressourcenpunkte erhaltet ihr gerade einmal 10 Rufpunkte. Ähnlich wie in der Warzone-Schlucht oder AV bekommt ihr 3 Marken für einen Sieg und eine Marke bei einer Niederlage. Außerdem gibt es im Arati-Hochland bei der jeweiligen Fraktionsstadt noch Quests, welche ihr ebenfalls annehmen könnt, um dafür unter anderem Ruf zu erhalten. Die Belohnungen sind definitiv auch interessant. So gibt es für Caster den Eisborgstab, einen echt ganz guten DPS-Umhang, den Gedankenreis als echt ganz netten Caster-Dolch, sowie für alle Klassen Dreier-Sets, welche sich definitiv auf dem Schlachtfeld sehen lassen können. Schaut doch hier am besten mal die komplette Loot-Tabelle an, ich verlinke euch diese unten in der Videobeschreibung. Zudem gibt es seit dem 11. März die PvP-Bonuswochenenden. Was bringen Bonuswochenenden? Für jedes PvP-Schlachtfeld in WoW Classic gibt es ein Bonus-Event. Während dieser Zeit erhaltet ihr mehr Ehre und mehr Ruf bei der jeweiligen Schlachtfeldfraktion. Somit könnt ihr an diesen besonderen Wochenenden schneller euren Ruf farmen und effektiver an eurem Ehre-Range PvP arbeiten. Wie lang dauert ein Bonuswochenende? Die PvP-Wochenenden dauern ungefähr 4 Tage. Sie starten jeweils an einem Freitag und dort immer um 0.01 Uhr. Sie dauern dann bis Dienstag in der Früh. Einen Zeitplan findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Mit Phase 4 kommt zudem wieder der Angelwettbewerb ins Spiel, welcher jeden Sonntag um 14 Uhr in Booty Bay startet. Wenn ihr der Erste seid, der 40 bestimmte Fische am Strand von Stranglethorn angelt und wieder in Booty Bay abgibt, gibt es unter anderem Items, welche euren Angelskill steigern oder einen Schmuck, welcher euren Schwimmspeed erhöht und euch unter Wasser atmen lässt. Auch wenn ihr nicht der Erste seid, gibt es pro 5 Fische je 23 Silber. Level 20 und ein Angelskill von 225 werden hierfür so gesehen vorausgesetzt. Ich würde euch aber empfehlen, mindestens Level 40 zu sein, allein wegen dem Mount, dass ihr eine reelle Chance habt, gegen die anderen Spieler mitzuhalten. Einen kompletten Guide dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zusammengefasst geht es in Phase 4 also vor allem um die neue Raid-Instanz Zul'Gurub, zu der in Kürze noch ein weiteres eigenes Video online kommt. Außerdem erscheinen die vier Weltboss-Drachen, das Arati-Becken, welches ja schon live ist, sowie die PvP-Wochenenden. Für die Angler unter euch habt den Sonntag ab 14 Uhr auf dem Schirm. Es startet nämlich der Wettbewerb in Booty Bay.
Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Zul'Gurub und allgemein der vierten Phase von Vanilla und natürlich immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.